Puh, so viele Updates die letzten Monate, alles von Nintendo. Das passt eigentlich fast gar nicht hier auf die Kameralinse. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Game Collector und es gibt heute mal ein Video, das, was ich schon länger drehen wollte, aber ich bin nie dazu gekommen. Mittlerweile ist es schon ein halbes Jahr her. Das Mega Nintendo Spiele Update. Da ist alles dabei, von der Nintendo Switch bis zum Super Nintendo, bei der Wii U aufgehört, beim GameCube angefangen. Und dann doch irgendwie beim N64 dann aufgehört. Also in diesem Video zeige ich euch meine ganzen Ausbeuten der letzten Monate. Dieses Jahr höchstens drei Spiele. Letztes Jahr ist da schon einiges mehr zusammengekommen. Also viel Spaß und ich würde sagen, wir fangen natürlich mal mit dem Super Nintendo an. Also bis gleich. So, fangen wir mit dem Super Nintendo an. Wie in jeder Super Nintendo Sammlung darf auch wieder so ein Spiel nicht fehlen, natürlich ein Mario Kart, was natürlich nicht fehlen darf. Auch für einen sehr guten Preis bekommen, macht natürlich mega Laune und natürlich habe ich gefühlt für jedes Nintendo-System habe ich mindestens ein Mario Kart, außer für die Wii, da habe ich kein Mario Kart. Mal gucken, das wird man sich vielleicht demnächst auch noch holen, aber ansonsten für jedes System habe ich mindestens ein Mario Kart. So schaut das Ganze aus, hier natürlich in einer Schutzhülle schon drin. Leider musste ich hier die Rückseite wechseln durch eine Repro, weil das Original war so vergilbt, dass du ja teilweise konnte ich einfach nicht angucken. Mal gucken, wenn ich mal wieder irgendwo ein günstiges Nintendo-Spiel, was nicht so gefragt ist, irgendwo sehe, dann werde ich auf jeden Fall die Rückenansicht auf jeden Fall tauschen. Aber ansonsten der Zustand geht eigentlich vollkommen in Ordnung. So, legen wir es mal zur Seite. Fangen wir mit dem nächsten Spiel an, ebenfalls ein richtig geiles Spiel. Jump and Run, Tiny Toons, Busters Loose. So nennt sich das Ganze. Richtig geiles Spiel, gefällt mir auch richtig gut. Habe ich sogar damals auch am Super Nintendo gehabt. Die Tiny Toons kennt ja jeder, natürlich hier original. Ebenfalls richtig geiles Spiel und auch für einen guten Preis bekomme ich, glaube für einen Zehner bei eBay ersteigert. Kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen. So, dann geht es weiter mit einem Spiel, was mittlerweile auch sehr rar geworden ist und auch sehr teuer. Ich habe es komischerweise für, ich glaube, 14 Euro bei eBay ersteigert. Scheinbar wollte da keiner das Spiel haben, und zwar Beavis und Butthead. Die haben ja sowohl auf dem Game Boy haben sie ein Spiel bekommen und auch auf dem Sega Mega Drive und auf den Sega Game Gear. Ich habe jetzt beide. Das ist hier die Super Nintendo Version. Die unterscheidet sich natürlich von der Sega Mega Drive Version schon enorm. Ich habe es damals auch in der Sammlung gehabt. Gespielt habe ich es noch nicht, aber der Zustand ist absolut mega und wirklich für einen guten Preis ersteigert. Habe mich selbst gewundert. So, dann geht es weiter mit einem Spiel, was mir auch sehr gut gefällt. Gibt es auch für den Mega Drive. Und zwar Cool Spot. Cooles Spiel, cooler Soundtrack. Hier geht es einfach um einen Eishockey-Button, der einfach ja, durch unsere Welt hüpft. Jump and Run. Ja, hier natürlich schon ein bisschen lidiert. Vom Preissegment her geht es aber auch noch in Ordnung. Hat, glaube ich, auch so 10 Euro gekostet. Können wir mal schnell herausnehmen. Zustand, ja, ist noch einigermaßen akzeptabel. Wie gesagt, ich habe hier einiges versucht, es schön wieder hinzubekommen. Aber ihr könnt sehen, hat eigentlich recht gut funktioniert. Da ist eigentlich nichts irgendwie vergilbt. Und diese Hüllen, die kann ich auch jedem empfehlen, die sind mega stabil und sind auf jeden Fall klasse. So, dann geht es weiter mit ebenfalls einem Spiel, was ich damals bei Hertie immer gerne gespielt habe. Auch Jump and Run, auch an manchen Stellen etwas schwierig. Die Schlümpfe. Insgesamt habe ich jetzt zwei Abenteuer auf dem Super Nintendo gegeben. Das hier, glaube ich, müsste das erste sein. Auch für einen guten Preis bekommen, auch so um die 10 Euro, glaube ich. Zustand ist natürlich auch top. Gut, hier haben wir ein bisschen ja, Staub. Das ist wahrscheinlich noch von der Hülle. Rückstände. Ebenfalls geiles Jump-and-Run-Spiel. Dann natürlich auch ein Kultspiel, was nicht fehlen darf auf jedem System. Aber auf der Switch habe ich bis jetzt noch keins bekommen. Ich hoffe, dass da mal eine Collection kommt. Das erste F-Zero natürlich. Mit einem mega Soundtrack. Macht richtig Laune. Auf dem N64 natürlich auch. Das ist natürlich auch klasse, da haben wir natürlich einen schönen Port bekommen. Hier das Original natürlich, darf natürlich auch in keiner Sammlung fehlen.
ist natürlich auch auf dem Super Nintendo Mini, der damals veröffentlicht worden ist, natürlich ebenfalls mit drauf. So, dann kommen wir zum letzten Spiel. Das ist auch Kult. Der zweite Teil fehlt mir noch in der Sammlung, genauso wie der dritte. Billig war es nicht. Wir haben hier Donkey Kong Country. Hier auch in einem absoluten Bombenzustand. Das gucken wir uns jetzt natürlich gleich an. Weiß gar nicht, was habe ich dafür bezahlt? 20 Euro? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Cover Top-Zustand. Auch hier die Rückseite, alles top. Richtig klasse, nichts vergilbt irgendwie. Richtig ein absoluter mega, mega Zustand. Das sind jetzt mal meine Super Nintendo Spiele der letzten Monate. Wie gesagt, das Video wird etwas länger gehen. Ich denke, da ist auf jeden Fall für euch auch was dabei. Schreibt es mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, jetzt wechseln wir gleich zum Nachfolger. Wir wechseln zum N64. So, jetzt kommen wir zum N64. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, was ich einfach mal haben wollte. Aber die Grafik ist richtig scheiße. Das Spiel ist sehr provokant. Und zwar, es geht hier um South Park. Gab es natürlich auch für die PlayStation 1. South Park, du kannst entweder zwischen den beiden, also Kenny, Cartman, Kyle und Stan, könnt ihr wechseln. Die Waffen sind etwas skurril, zum Beispiel vollgepisste Schneebälle. Das heißt, du pisst in die Schneebälle hinein und kannst dadurch die Gegner dadurch betäuben oder umbringen. Ich weiß es nicht, es ist sehr skurril und die Grafik ist auch nicht gerade top. Das Spiel ist etwas verwirrend. Ich habe es nur eine halbe Stunde gespielt, aber wie gesagt, ich wollte es einfach mal haben, weil ich ja trotzdem South Park-Fan bin. Das war ein eBay, nee, ein eBay-Kauf war es nicht, es war ein Facebook-Kauf, da habe ich noch mehrere Spiele gekauft. Weiß gar nicht, habe ich die euch schon gezeigt? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ah, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich glaube ja. Da waren noch Wrestling-Spiele dabei, die habe ich euch ja, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt South Park hier doppelt gezeigt habe, aber egal, könnt ihr gerne in der Playlist mal kontrollieren. So, dann geht es weiter mit einem Spiel, was ich damals auch in der Sammlung besaß. Ist jetzt auch nicht mehr so teuer, aber ich wollte es wieder haben, und zwar Blast Corps. Das Spiel ist ganz einfach aufgebaut. Es geht um einen Atomtransporter, der freie Bahn haben muss. Und du musst halt mit den entsprechenden Blast Corps, mit den verschiedenen Abrissmaschinen, müsst ihr den Weg freiräumen. Ihr habt so und so viel Zeit, damit dieser Atomtransporter nicht irgendwie stecken bleibt. Und dann habt ihr natürlich leider die Mission nicht geschafft. Mit einem richtig coolen Soundtrack. Spiel macht Laune, aber wie gesagt, so weit bin ich da ehrlich gesagt auch nicht gekommen in dem Spiel. Aber ich habe es damals wirklich in der Sammlung gehabt und ich möchte es auch gerne wieder in der Sammlung haben. So, dann ein weiteres Spiel, was mir damals richtig gut gefallen hat und ich gesuchtet habe. Ein Fußballspiel, International Superstar Soccer 64, gibt es auch für den nicht Super Nintendo, für die PlayStation 1. Hier das Ganze von Konami. Ebenfalls richtig geiles Spiel, hat mir super gefallen. Ich habe es damals wirklich gesuchtet und ist auch nicht so teuer. Gibt es schon für 5 bis 8 Euro. Zustand ist absolut top, muss man sagen. Top. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt kommen wir eigentlich zu den Highlights. Spiele, die schon richtig klasse sind und auch selten geworden sind. Jetzt gucken wir mal, mit welchem wir anfangen. Wir fangen, denke ich mal, mit dem hier an, weil das eine richtig gute Portierung ist und auch eine richtig schöne. Und zwar, wir haben einen Command & Conquer für den N64 bekommen, wo ich sagen muss, diese Version gefällt mir um einiges besser. Was schade ist, die Videosequenzen haben natürlich nicht auf das Modul raufgepasst. Ihr kennt das ja. Weil mir hier die Texturen sehr gut gefallen. Wir haben hier sehr weiche Texturen und das Spiel macht verdammt viel Laune und ist auch mittlerweile gar nicht mehr so teuer. Gut, das ist natürlich Stand vor ein paar Monaten gewesen. Also Command & Conquer für den N64, absolut geiles Spiel und richtig tolle Grafik und eine tolle Umsetzung. Wie gesagt, die Texturen sind wesentlich weicher, nicht so scharf wie bei der PlayStation und jetzt bei der Remastered-Version. Command & Conquer. So, jetzt kommen wir ebenfalls wieder zu einem weiteren Spiel, was auch auf diesem System veröffentlicht worden ist, und zwar wieder ein F-Zero, und zwar hier F-Zero X. Tolles Spiel, geile Grafik, das erste Mal hier richtig schön in 3D, nicht diese typische 2D-Arcade-Grafik.
Bloß das Covermotiv ist ein bisschen eigenartig. Das sind jetzt hier die Fahrzeuge, aber das schaut so ein bisschen komisch aus. Da erkennt man eigentlich schon fast das Fahrzeug nicht. Ja, wie gesagt, schaut ein bisschen komisch aus. Hier kann man zumindest ein Fahrzeug erkennen. Hier fällt eins drüber. Ja, ein bisschen komisch gewollt, dieses Covermotiv. Aber wie gesagt, Spiel gibt es natürlich auch in den N64-Port auf der Switch und lohnt sich definitiv. Tolle Grafik und natürlich der Soundtrack wieder grenzgenial. Hier ebenfalls wieder in einem absoluten Mega-Zustand. So, jetzt kommen wir zu einem etwas teureren Spiel. Es hat 30 Euro gekostet, aber es ist natürlich ein Spiel, was nie am Wert verliert. Es ist das Original natürlich. Vorher habe ich euch die Repro gezeigt. Jetzt habe ich noch das Original geholt in einem Top-Zustand. Legend of Zelda Ocarina of Time, das Original natürlich hier. Mega-Zustand, 30 Euro hat es gekostet. Und ihr könnt schon sehen, der Zustand ist absolut Bombe. Muss man einfach sagen. Der zweite Versuch hat geklappt. Ich habe es, das erste, was ich gekauft habe bei Facebook, das war leider ein Fehlkauf, weil das Spiel total vergilbt war. Obwohl es als Zustand gut angegeben war, habe ich dann direkt wieder bei eBay verkauft, habe wieder ein gutes Geld dafür bekommen und dann bei eBay Kleinanzeigen bin ich dann fündig geworden. Hier mit einem absoluten Top-Zustand des Moduls. Legend of Zelda Ocarina of Time. Und ich hoffe, da kommt irgendwann einmal ein Remastered für die Switch, zumindest eine Portierung oder vielleicht sogar ein Remake. Das wäre der absolute Hammer, wäre das. Dann auch ein Spiel, was nicht gerade billig ist, aber mittlerweile auch so die 30-Euro-Grenze überschritten hat, wo auch die N64 dann richtig ausgereizt wird, also der N64, Grammatikfehler, und zwar Donkey Kong 64, wo schon wahlweise das Expansion Pack dabei war oder nicht. Das Expansion Pack habe ich natürlich und man merkt das natürlich auch die Performance. Ebenfalls hier mega Zustand, also wie neu, also schaut schon klasse aus. Gut, hier paar Gebrauchsspuren, macht aber nichts. Aber ebenfalls top Zustand, wirklich klasse. So, jetzt kommen wir zu den vier letzten Spielen. Da wird es jetzt ein bisschen ab 18 mäßig, wird es da. Und zwar, wir fangen an mit Duke Nukem und Duke Nukem Zero. Aua. Duke Nukem 64 gibt es sowohl auch für die PlayStation 1, für den PC, gibt es auch als Remastered mittlerweile, um für den Sega Saturn nicht zu vergessen. Sega Saturn habe ich es ja auch. Ich habe es gefühlt für jedes System, weil das Spiel absolut Kult ist. Hier ebenfalls, der Zustand geht in Ordnung, ist jetzt nicht so schlimm. Habe ich auch. Weiß gar nicht, was habe ich dafür bezahlt? 20 Euro, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ja, die Spiele sind ein bisschen teurer geworden, was die einzelnen Module betrifft. Und hier, das hier ist auch ein exklusives N64-Spiel, gab es nur für den N64. Spiel macht Laune, hat eine super Grafik. Ja, Invasion, glaube ich, in der Stadt, wo dann die Außerirdischen auftauchen und natürlich der Duke, der muss natürlich die Welt wieder retten. Ja, Zustand geht in Ordnung, hier haben wir ein bisschen leicht Vergilbung, aber es geht. Ich habe es, glaube ich, auf dem Flohmarkt gekauft in Bayreuth. Habe, glaube ich, dafür 27 Euro bezahlt, weil ich hatte es schon einmal, aber da war mir der Zustand dann leider zu schlecht. Ich wollte es dann doch in einem besseren Zustand haben. Ja, aber ihr könnt sehen, die leichte Vergilbung ist natürlich schon dabei. Aber gut, da gibt es auf jeden Fall Schlimmeres. Also, so viel zu diesen beiden Kollegen hier. Und jetzt kommen wir zu den zwei letzten, beziehungsweise zu den drei letzten, weil da kommt noch ein Spiel. Da wird wieder. Große Diskussion wird da wieder ausgerufen werden. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den beiden Spielen. Ein Spiel, das mittlerweile auch sehr selten geworden ist, aber ich habe es einigermaßen für einen auch guten Preis bekommen, aber ich weiß den Preis nicht mehr. Und zwar die Mortal Kombat Trilogie für den N64. Gibt es auch für die PlayStation und, glaube ich, für den Sega Saturn. Die N64-Version, die war immer recht teuer. Glaube ich, damals um die 80 D-Mark hat das Spiel gekostet. Nee, nicht mehr D-Mark. Ich glaube, 170 D-Mark hat das Spiel damals gekostet. Müsste damals so das letzte Nintendo 64-Spiel gewesen sein, was ich damals bei Karstadt gesehen habe. Ja, und ich habe es dann bei eBay Kleinanzeigen habe ich es dann geschossen. Preis fällt mir wirklich nicht mehr ein. Aber macht auf jeden Fall Laune. Ein Kampfspiel auf dem N64. Natürlich original und zensiert. So, jetzt kommen wir auch zu einem Spiel, was ein bisschen trashig ist, ist aber auch Kult. Leider lässt sich das Spiel nur mit einer Memory Card spielen. Das heißt, man muss die Memory Card in den N64-Controller einpacken, damit man die Spielstände speichern kann, weil es keinen internen Speicher hat. Und zwar das Spiel Hexen. Kultspiel, gefällt mir.
Habe ich damals schon auf der PlayStation 1 gehabt und ein Kumpel hat es auf dem N64 gehabt. Hexen. Ein bisschen trashig, aber geht auch einfach um einen Hexenmeister, der irgendwelche Monster jagt. Kannst auch Zaubertricks anwenden. Grafik, ja, ist so ähnlich wie bei Duke Nukem. Grafik ist halt gewöhnungsbedürftig, war aber damals Kult und damals revolutionär. Heute ist es eher, naja, sagen wir mal, zu belächeln, was die schlechte Grafik betrifft. Wie gesagt, der N64 ist an manchen Stellen schon etwas schlecht gealtert, was die Grafik betrifft. Aber gut, er ist nach wie vor Kult und ist natürlich immer noch schweineteuer, was die Spiele mit OVP betrifft. Und natürlich auch die Module. So, jetzt kommen wir zu einem Spiel, was damals sehr revolutionär war und was wirklich eine tolle Portierung war. Ich habe es nicht original, aber ich habe zumindest versucht, es originalgetreu in der Sammlung zu haben. Da werden jetzt wieder viele aufschreien, da werden viele durchdrehen, aber es ist meine Sache. Und zwar, es geht um Resident Evil 2. Hier in einer Repro. Das Spiel ist eine Repro, die Verpackung und schon gar das Handbuch ist eine Repro. Habe ich bei SD bestellt, die Verpackung mit dem Handbuch. Die Qualität, ja, kann sich vielleicht durchaus sehen lassen. Ich habe es jetzt bewusst offen gelassen, weil wir natürlich da mal gleich reingucken werden. Nach wie vor eine Top-Portierung, der Grund einfach, weil die Texturen hier wieder wesentlich weicher sind als wie damals auf dem Sega Dreamcast und auf der PlayStation 1. So, wir nehmen es jetzt mal heraus, gucken uns das Ganze mal an, wenn ihr es überhaupt sehen wollt. Das ist die Repro. Am ersten Blick erkennt man gar nicht, dass es eine Repro ist, weil es eine sehr gute Repro ist. Auch hier, was das Cover betrifft. Von der Verarbeitung her sieht sie absolut top aus und es funktioniert auch fehlerfrei. Spätestens hier die Rückseite erkennt man eben, dass es kein Original ist. Hier am Aufkleber, die Nummer ist nicht reingestanzt und hier das Nintendo-Logo ist nicht so dick ausgefräst, wie es eigentlich beim Original ist. Das Original geht als Modul schon, glaube ich, für 100 Euro weg, für 150, mit Verpackung, glaube ich, bis zu 400 Euro. Und ja. Habe aber teilweise Aktionen gesehen, wo auch einer eine Repro angeboten hat und die ging tatsächlich auch für 50 Euro weg. Also das Spiel ist auch als Repro gefragt. Aber wir wollten es ja vollständig haben. Wir haben hier den Tray natürlich, den inneren Tray. Und hier hat man sich die Mühe gemacht, hier ein Handbuch nachzuahmen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Die Papierqualität ist recht gut. Leider hier nur in Englisch. Das Spiel ist ja in Deutschland, glaube ich. Es ist in Deutschland erschienen, ich glaube in Österreich. Aber dann glaube ich, weiß ich nicht, ob das Handbuch dann in Deutsch war. Hier auf jeden Fall in Englisch. Der Druck ist sehr hochwertig, das sieht man. Die Seiten fassen sich auch sehr hochwertig an. Ich wollte es halt einfach haben. Vollständig, weil es halt einfach ein absolutes Kultspiel ist. Und das war damals schon revolutionär, dass die das geschafft haben, es auf ein stinknormales Kassettenmodul raufzubekommen. Ja, wie gesagt, ein absolutes mega, mega Kultspiel. Es ist ja wirklich eine sehr gute Repro geworden. Wie gesagt, bleibt bei mir in der Sammlung und ist natürlich nur für meine Bedürfnisse. So, packen wir es wieder schön rein. Viele haben ja geschrieben, ja, Repros gehören sich direkt in den Müll. Ja, das ist eure Ansichtssache. Meine ist da ein bisschen anders da. Es ist ja rein nur für mich als Sammler, also zum Spielen auch geeignet. Als Sammler wird man sich sowas vielleicht nicht in die Sammlung holen, aber wie gesagt, ich gebe keine 400 Euro für ein Modul aus. So, mit dem N64 Update sind wir durch und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den letzten drei Systemen. Einmal kurz die Wii U, die Switch und natürlich der GameCube. Da kann ein Spiel dabei sein, was ich vielleicht beim letzten Mal schon vorgestellt habe. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, es ist schon wieder so lange her. Mein Gedächtnis ist ab und zu mal, ja, schlecht. Aber gut, egal, ich zeige es euch trotzdem. Also, jetzt geht es weiter mit der Wii U, mit dem GameCube und mit der Switch. So, dann fangen wir mit der Wii U an. Und zwar, wir fangen einmal mit Rayman Legends an. War eine Retail-Version für, ich glaube, 15 Euro, war OVP. Natürlich nicht mit der originalen Nintendo-Banderole. Ich weiß gar nicht, ob die Wii U-Spiele damals, als sie veröffentlicht worden sind, ob die auch eine Nintendo-Banderole gehabt haben. Kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Ich habe das Spiel auch für den PC, aber hier auf der Wii U ist es mit Abstand
die beste Version, weil sie eben exklusiv für den, also für die Wii U entworfen worden ist. Ich habe es noch nicht installiert auf der Wii U, muss ich erst noch machen. Aber der Preis geht vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, es ist ein neues Spiel gewesen. So, dann geht es weiter natürlich mit einem Lego-Spiel wieder in der Sammlung. Und zwar, wir haben hier Batman jenseits von Gotham, also Batman 3, also den Lego Batman, war auch wieder ein Retail-Spiel. Ebenfalls 15 Euro hat es gekostet. Ich nehme die Spiele gerne mit, wenn sie natürlich noch original in Folie eingeschweißt sind. Habt das Spiel persönlich noch nicht gespielt. Wer es schon gespielt hat von euch, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Interessiert mich auf jeden Fall wahnsinnig. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir auch den Pro Controller hier haben. Ja, den haben wir hier. So, dann geht es weiter mit dem letzten Wii U-Spiel, um die Sammlung zu komplettieren. Es gab ja auch die Batman-Spiele für die Wii U. Hier haben wir Batman Arkham Originals haben wir hier. Es gab ja auch noch Arkham City, das war ein bisschen anders da abgeändert als wie die PlayStation 3-Version und die Xbox 360-Version und auch die PC-Version. Das erste Arkham Asylum haben wir nicht für die Wii U bekommen. Ja, natürlich auch mit dem Gamepad hier steuerbar, auch wieder retailed war das Ganze. Interessiert mich auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall auf die Wii U, werde ich es auf jeden Fall mal installieren. Aber wenn ich spielen möchte, naja, dann werde ich es halt höchstwahrscheinlich auf dem PC spielen, weil da habe ich mir die gesamte Arkham-Reihe habe ich mir ja da auf dem PC gekauft und da ist natürlich die Grafik natürlich um einiges besser, ist natürlich ganz klar. So, das sind jetzt mal so die Wii U-Spiele. Mehr sind es auch nicht geworden. Mehr Wii U-Spiele werde ich mir auch in nächster Zeit nicht mehr kaufen, weil das Ganze war dann doch ein bisschen übersichtlich, was die Spiele betrifft. So viele Kracher sind da jetzt ehrlich gesagt auch nicht dabei gewesen. Gut, dann hätte ich gesagt, verlieren wir keine Zeit, fangen wir mit den GameCube-Spielen an. Da habe ich ja schon zumindest ein extra Video gemacht. Natürlich mit der neuen Version. Ich muss es jetzt mal wirklich wieder spielen. Ich habe es jetzt seit 2 Wochen nie mehr gespielt. Bin schon ein bisschen auf Entzug. Und zwar, wir haben hier einmal Metroid Prime. Habe ich euch ja schon vorgestellt. Und vor kurzem in die Sammlung gewandert, war nicht billig. Ich habe es für. Ich glaube, für 47 Euro habe ich es ersteigert, aber das Spiel wird einfach nicht billiger, aber es ist in einem Bombenzustand, es ist neuwertig und so soll es auch sein. Wir haben natürlich Metroid Prime 2 Echoes. Das darf natürlich nicht in der Sammlung fehlen. Das kennt ihr ja schon, aber das kennt ihr noch nicht. Gucken wir uns natürlich jetzt mal etwas genauer an. Der Zustand ist absolut Bombe. Ihr könnt sehen, die Hülle und alles. Richtig mega Zustand. Und wir gucken natürlich gleich hinein. Die Handbücher, alles wie neu. Auch hier die Disc. Absolut kratzfrei, fast beziehungsweise überhaupt keine Kratzer. Kann man natürlich jetzt nicht so gut erkennen, weil es natürlich spiegelt, aber die Hülle, mega Zustand. Wir haben hier wieder das klassische Warnhinweis, Heftchen mit bei. Das interessiert eh keinen. Hier wieder etwas Werbung, Pikmin 2, Metroid 2 Echos haben wir hier mit am Start. Der 3DS, also beziehungsweise nee, der DS ist hier gezeigt worden. Tales of Symphonia, Paper Mario haben wir hier mit bei. Aber ich habe mal nachgeguckt, das ist für 200 Euro bei dem Verkäufer weggegangen, weil der hat einige GameCube-Spiele verkauft. Ich glaube, 200 Euro ist das Paper Mario weggegangen. Hammer, warum dieses Spiel so gehypt wird. Animal Crossing haben wir mit bei. Und hier das Handbuch. Top-Zustand. Neuwertig. Hat er auch angegeben. Hier die FSK-Logos. Die alten USK-Logos. Genau. Peggy. Alles nochmal schön erklärt. Länder abweichen. Das war damals noch eine schöne Sache, dass sie sich da noch so viel Mühe mit Handbüchern gegeben haben. Gibt es heutzutage nicht mehr. Wie gesagt, wenn ich Metroid Prime durch habe, dann wird sich, hoffe ich, Metroid Prime 2 auch bald für die Switch dazugesellen. Packen wir das Ganze wieder ein. 48 Euro ist natürlich schon eine Stange Geld, aber das Spiel ist halt momentan stark im Hype, weil es eben jetzt die Remastered-Version für die Switch gegeben hat. Normal müssten da die Preise fallen, aber bei den GameCube-Versionen
Sachen, denke ich, steigen sie eher potenziell. 48 € ist viel Geld, aber ich wollte es diesmal einfach investieren, um zumindest die Metroid Prime Sammlung für dieses System abgeschlossen zu haben. Bei Metroid Prime 3 gab es dann nur noch für die Wii und später dann in der Metroid Prime Trilogie für die Wii. Habe ich ja auch extra ein Video dazu gemacht. So, jetzt kommen wir zum letzten Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das das letzte Mal überhaupt mit gezeigt habe. Ich zeige es aber jetzt nochmal. Und zwar Resident Evil 3 Nemesis für den GameCube habe ich komischerweise günstig ersteigert. Normal geht das Spiel auch gerne mal für 50 € weg. Ich habe es komischerweise für sage und schreibe 32 € ersteigert. War scheinbar ein Glücksfall. Und hier die UK-Version. Ich glaube, ob es eine deutsche Version überhaupt gegeben hat. Leider ist das Spiel trotzdem zensiert. Zensiert, weil anstatt rotes Blut sehen wir leider nur grünes Blut. Bei der US-Version konnte man wenigstens das Blut in Farbe umstellen. Aber grünes Blut, ja, ist heute leider schade. Aber es ist heute leider so gekommen. Ebenfalls Bombenzustand. Ich habe fast alle Resident Evil-Teile mittlerweile auf dem GameCube. Aber Resident Evil 2 ist ja mittlerweile auch unbezahlbar geworden für den GameCube. Und hier haben wir nur das Handbuch mit bei. Hier natürlich alles in Englisch. Aber trotzdem. Top-Zustand. Der hat auch das Resident Evil 2 angeboten, aber das ist wesentlich teurer weggegangen. Hier der Zustand auch absolut Bombe. Wir haben hier nur eine leichte Gebrauchsspur. Hier oben kann man es erkennen. Oberhalb meines Daumens. So, das sind jetzt mal die drei GameCube-Spiele, die ich euch gerne vorstellen wollte. Und habe ich jetzt auch gemacht. Wie gesagt, Metroid Prime hab ich ja schon gehabt in der Sammlung, aber nur in dieser Select-Version, dieser silbernen Version. Habe ich auch bei eBay verkauft, habe ich nicht mehr so viel Geld für bekommen. Ich glaube, 13 € habe ich noch dafür bekommen. Zustand war halt, ja, er war ja okay, aber nicht jetzt so Bombe. Aber das Spiel müsste mittlerweile angekommen sein. Egal. Das Metroid Prime-Fan kann man sich das gerne in die Sammlung holen. So, jetzt kommen wir aber zum letzten, zu den Switch-Spielen. Das machen wir kurz und schmerzlos. Einzelvideo dazu gemacht, natürlich mit dem Original Metroid Prime, hier in der PEGI-Version auf der Switch, dann Bayonetta 3 natürlich, habe ich in die Sammlung mir geholt, habe aber immer noch nicht Teil 1 durchgespielt und Teil 2 auch noch nicht angefasst. Und ich weiß nicht, ob ich das Spiel beim letzten Mal auch vorgestellt habe, ein Mario-Spiel ist in die Sammlung gekommen, ein Wii U-Titel, New Super Mario U Deluxe, ist natürlich ein Port von der Wii U, hier mit allen DLCs. Ist auch das von Luigi mit drauf. Genau. Das ist hier alles mit drauf. Ich habe es persönlich noch nicht angespielt. Werde ich aber demnächst einmal machen. Haben wir hier einen sehr schönen Innendruck, haben wir hier mit am Start. Gefällt mir. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Switch-Update gezeigt habe. Bayonetta bin ich mir auch nicht mehr so sicher, aber das sind jetzt die Spiele, die ich noch im Gedächtnis gehabt habe. Pikmin 3 habe ich, glaube ich, schon gezeigt. Hier haben wir auch wieder einen schönen Innendruck. Und natürlich auch hier ein Wendecover, was glaube ich dem Japanischen nachempfunden worden ist. Also ihr könnt sehen, es war ein mega Nintendo Spiele-Update. Ich zeige jetzt nicht nochmal alles, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen, weil ich das Zeug mittlerweile wieder ins Regal reingeräumt habe. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video jetzt geht. Geht bestimmt eine halbe Stunde. Ist egal. Ihr habt jetzt alles gesehen. Schreibt es in die Kommentare, was euch da auf jeden Fall spielemäßig so gefällt. Toppt euch aus. Und dann würde ich sagen, sind wir im Video durch. Es ist lang genug geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte einen Daumen hoch da, ein Abo. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ja, und wir hören und sehen uns zum nächsten Video. Also, macht's gut. Ciao, ciao.